Mann, ich dachte, der Trick, also das funktioniert jetzt, darum war ich auch so ruhig, um mal kurz mal überlegen, wie mache ich das jetzt am besten? Also es kann doch nicht so schwer sein, na gut, realistisch ist doch schon relativ hart, aber. Scheiße, ist das Ding an? Ja, und du? Ich weiß nicht, wie du so weit kommen konntest, Fischer. Aber weiter, brauche Verstärkung, wiederhole es, brauche Verstärkung. Schön, du hast mich gefunden. Aber das war's dann auch. Werd einfach mal. Hast du gehört? Hast du gehört? Und weißt du auch wieso? Ganz chillig hier hinten lang. Hast du gehört? Komm, bringen wir uns hinter uns. Du bist ein kleiner Drecksack. Schwinde. Ich lass dir einen Vorsprung. Wenn du hier kommst, dann werde ich dich erwarten. Und dann mach ich mit dir, was ich mit allen mache, die sich mit mir anlegen. Klar? Ich weiß, dass du im Museum bist, Fischer. Und noch komm was. Raus! Deine Tochter, deine süße so. Kleine Tochter, die war nur eine verdammte Schlampe! Der muss irgendwo in der Nähe sein. Na, so. Scheiße, Scheiße! Da, genau! Da drüben muss er sein! Gut, sie haben mich aber noch nicht gesehen. Wie armselig, Fischer! Komm her! Bin ich wie Gramkos! Oh. Scheiße! Mach so. Das Licht an! Mach das gottverdammte Licht an! Ich versuch jetzt immer ein bisschen mehr auszutricksen. Kobin hat dich falsch eingesetzt, Fischer! Bist ein feiger Hund! Mehr nicht! Das kannst du doch sicher noch besser! Komm her! Schade. Los! Los! Gib mir Feuerschutz! Scheiße, oh, Mann! Scheiße! Du bist ein... Perfekt. Also versuch jetzt, einen nach dem anderen ja, zu erledigen. Versteck dich nur, blöder Feigling! Halt die Klappe, Mann. Was ist der überhaupt? Bist ne feige Saufischer! Versteckst dich wie ein Kleinkind! Halt die Klappe, Mann! Vorwärts, bewegt euch! Ich rücke vor! Strategie, wo ist er? Oh, Mann! Das ist für Gramk! Nein, Alan! Oh, super. Zum Glück habe ich Pistolen, Munition und Ende. Oh Gott, scheint alles zu sein. Habe ich da auch? Nee, da habe ich... Nicht unendlich Muni. Aber die Pistole hast du unendlich Muni, das ist richtig cool. Richtig cool. Cool. Kurz mal aufmunitionieren. Beziehungsweise kann ich nochmal. Ich möchte die upgraden, dass ich immer nach unten muss, Mann. Das riecht aber auch ein bisschen auf. Nein. Die Upgrade. Mit mehr Genauigkeit. So. Ich glaube, dann habe ich meine Standardwaffen auch schon zusammen. So dass es passt. Halt. Nein. Kann ich eigentlich auch Granaten wechseln, irgendwie? Ganz gechillt aufmachen. So. Ganz ruhig hier hoch. Vielleicht, man weiß es ja nicht, was passiert. So, die Lampe geht mal aus. Ich brauche Bestätigung, Jungs. Meldet euch. Und tschüss. Richtig geil, gucken, kann ich hier noch weitermachen? Das wäre natürlich cool, wenn... Hä? Ah. Glaubst du, dass es hier spukt? Wieso machst du das? So, bam, bam. Das waren die und ja. Halt, soll's reingehen. Gut, Save Point. Perfekt. Oh, bleib da. Soll's da... Ah, ach so, okay. Das muss er. Oh. Achso. Oh, ich wollte gerade sagen, da steht eine, dass er mich noch gar nicht gesehen hat. Dabei sind das bloß so eine komischen, wie heißt man, Büsten? Keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe total einen Umweg. Ja, wusste ich doch. Kann ich hier... Hier liest Sarah Fisher von 1985 bis 2000. Halt. Ah, verdammt, nicht loslassen. Hoch. Zu weit weg oder nicht ausschaltbar. Wie der Plan aussieht, ganz einfach. Das so. Schwein wird durch die Tür kommen und wenn er das tut, Sarah dann legt er den Arm. Ergreifen. Wir gucken erstmal unten durch, mal gucken, was das ist. Dann erschießt du ihn! Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? 1, 2, 3 Leute. Keiner hier. Von euch geht, bevor dieser Fischer erledigt ist. Bis er auftaucht, haltet ihr das Maul und eure klaren Schuss bereit. Alles klar? Klar, Boss. Okay. Maul halten! Ganz ruhig, Boss. Sag mir nicht, dass ich ruhig sein soll. Mal hier. Bereit! Ich will's nämlich! Ich bin mehr als bereit! Muss ich aufbrechen, scheiße. Ja, mir leider. Scheiße, er ist in der ersten Tasche. Mehr als gedacht. Du versteckst dich? Wie konnte einer wie du Gramkos erledigen? Oh, du Scheiße.
Wir müssen da rein. Mehr als gedacht. Überforderung. Gefällt dir das, du Bastard? Komm schon. Corbin hat gesagt, du wirst... Wie gefällt dir das, ha? Scheiße, Mann. Ich hab doch alle erledigt gehabt. Na gut, fast. Oh, zwei waren da noch. Aber dass die MP5 nicht auf Automatik ist, finde ich scheiße. Finde ich richtig scheiße. Wie sieht der Plan aus, Boss? Wie der Plan? Das ist keine Sinn, wir gehen jetzt frei. Willst du das jetzt die ganze Zeit machen, du Penner? Hier, da drüben, los! Dummkopf! So, erstmal nachladen. An dich wird sich bald niemand mehr erinnern! So, hoffentlich. Ja, ich wollte ihn nämlich so schnell wie möglich. Ja, versteck dich und bloß Bewegung! Er ist da drüben! Ja, scheiße, Mann! Wieso fail ich denn gerade? Das gibt's nicht. Das war scheinbar richtig lustig, wie ich mich aufrege, aber irgendwie passt das gerade nicht. Das haut gerade irgendwie nicht hin. Moment mal. Wie der Plan aussieht? Ganz einfach! Das Schwein wird durch die Tür kommen und wenn er das tut, dann legen wir ihn um! Was Neues von Fischer? Höchste Priorität! Dann erschießt du ihn! Was denn das für eine bescheuerte Frage? Damit das klar ist. Heute Nacht geht die Ladung auf Reisen. Alles muss klappen. Es klappt! Und eure klaren wusste ich doch. Das ist ein besserer Weg. Ganz ruhig, Boss. Sag mir nicht, dass ich ruhig sein soll. Bereit! Ich bin's nämlich! Ich bin mehr als bereit! Scheiße, komm zurück, du Idiot. Komm zurück! Hey, komm zurück! Ich höre nichts! Hört ihr irgendwas? Scheiße! Du, worauf wartet ihr noch? Legt den Penner um! Das ist mein Haus, hast du gehört? Mein Haus! Warum krepierst du Penner nicht einfach? Ja, zwar nicht ganz so schlau angestellt, aber es geht immerhin besser als... Mich kriegst du vorher, nicht! Vorher, wenn... Das ist nämlich genial. Du hast es nicht drauf! Hörst du? Da ist... Vorsicht! Krepier! So. Muss... Kann ich mir den nächsten nämlich gerade... Du bist nicht kugelsicher, Kumpel! Cool. Also, es passt doch perfekt. Ich leg dich um, du mieser Hund! So. Halt still! Krepier endlich! Ich schau noch mal. Gut, sieht gut aus, als... Ja, das ist nur noch der letzte. Also kann ich reingehen. Und mir den Bastard mal schnappen fixen. Andrei Corbin, hast du irgendwas Schlechtes über meine Tochter gesagt? Oh Gott, nein. Ich hab nur Spaß gemacht, Mann. Ich hab's nicht so gemeint. Ich schwör's dir, echt, Mann. Dann mach es wieder gut. Sag mir, weshalb sie sterben musste. Kannst dir nicht sagen. Wirst mich schon umlegen müssen. Okay. Ich wollte eigentlich... Es war nur ein Job. Die haben mir ein Bild gegeben und gesagt, dass sie eine Leiche brauchen. Es war nur ein Job. Denn die reicht mir nicht. Wer waren deine Auftraggeber? Kann ich nicht sagen. Ich arbeite immer noch für sie. Die würden mich umlegen. So, kann ich jetzt den Flügel nehmen? Immer noch nicht, ist ja langweilig. Da kommt ein Heli. Hey, ich bin noch nicht lange. Glaub noch nicht mir, fertig die mit dir. Sind gerade nicht dein größtes Problem. Du verstehst nicht. Die sind mächtiger als du und mächtiger als ich. Meinst du? Die haben mich sogar davor gewarnt, dass du kommst. Waffe runter, Fischer. Waffe runter. Das passiert nicht. Sam, du musst mit ihnen gehen. Ein Dreck will ich tun. Bitte. Dieses eine Mal musst du mir vertrauen. Wenn du mit der Eiskönigin sprichst, Fischer, dann hör auf sie. Ich wette, sie weiß eine Menge Sachen, die dich interessieren könnten. Wieso hat das so lange gedauert? Keine Bewegung! Ja, genau, Fischer! Los, schön langsam! Zentrale, hier ist Ghost Hawk One. Haben den Panther gesichert und kehren jetzt zur Basis zurück. In Ordnung, Grimm. Nur dieses eine Mal. Wenn das eine Falle ist,
Du mies Schwein. Okay. Ach, jetzt kann er sich wehren, wo Sam handlungsunfähig ist. Scheiß Idiot. Bin ich froh, wenn wir Schneewittchen abgeliefert haben. Und Reed erstmal. Hab seine Leute beim Hubschrauber gesehen. Er ist sicher ungeduldig. Colonel, ich habe uns so schnell es ging hergebracht. Ja, Oscar. Aber Tom Reed ist einfach kein geduldiger Mann. Colonel, ich will ja nicht drängeln, aber ich würde gerne mal über das Geld reden. Ich dachte, Corbin würde das regeln. Nun ja, es gab da diese Änderung. Zusätzliche Passagiere mit zusätzlicher Ausrüstung und dann noch ein längerer Flug. Oscar, sprechen Sie doch mit Mr. Reed, wenn wir ihn sehen. Er kümmert sich um Sie. Es war klar, dass jemand mit Sam sprechen wollte. Das war der Grund dafür, dass Sie ihm mit Corbin eine Falle gestellt hatten. Das war der Grund für seinen unfreiwilligen Heimflug. Er musste gefügig sein, als Sie ihn auf Ihren kleinen Privatflugplatz im Blue Ridge-Gebirge brachten. Hätten Sie ihn nicht betäubt, hätte er Ihnen den ganzen Laden mit bloßen Händen auseinandergenommen. Okay. Er ist wach. Benzin ist teuer. Colonel Prentice, Major Robertson, uns bleibt keine Zeit für Smalltalk. Gemäß Zeit. Oh nö, ist jetzt das Game. Die Plan müssen ihre Männer abrücken. Es läuft alles wie geplant, Director Reed. Sie werden seit 0900 verlegt. Gut, sehen Sie zu, dass alles glatt läuft. Ich treffe die Vorbereitungen bei Third Echelon. Auf unserer Seite läuft alles glatt. Habe ich nie angezweifelt. Meine Herren, entschuldigen Sie uns bitte. Ich muss kurz mit Frau Grimstad hier sprechen. Es gibt da noch eine Unklarheit. Natürlich. Major? Gut. Fischer gehört dir, Anna. Du hast ihn auf Malta eingepackt, du darfst ihn auch wieder auspacken. Finde raus, was er über die EMPs weiß, wieso er es weiß und warum er unserem Freund Corbin wehgetan hat. Könnte eine Weile dauern. Er wurde ausgebildet, um Verhören standzuhalten. Setz ein, was nötig ist. Drogen, Gewalt, mir egal. Beschaff die Antworten und lass ihn verschwinden. Sei diesmal nur etwas gründlicher. Ich versuche dran zu denken. Sonst noch was? Sieh zu, dass du anfängst. Ruf an, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich bin im Hauptquartier. Okay, was haben die jetzt mit mir uns vor? Was ist da für ein Zeug in der Spritze? Ey, 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 ich bin empfindlich gegen Spritzen. Hau ab damit! Hör zu, ich arbeite für Präsidentin Caldwell als Maulwurf bei Third Echelon. Reed ist der neue Director. Er arbeitet mit unseren Gastgebern, der Privatarmee namens Black Arrow, zusammen. Sie schmuggeln russische EMP-Technik über Malta ins Land. Und Reed...